Ist das unangenehm? Ist das unangenehm? Arctic Warrior. In dem Titel steht Absage. Oh Gott, Digga. Gott. Lektion in Sachen Mut? Was schon da? Lektion in Sachen Mut. Ist ein klares Nein. Mit Lächerlich. Otto habe ich schon kommuniziert. Wir beide verstehen uns. Er weiß Bescheid. Das Format. Oh Gott, was ist denn das? Wird denn da so... Arctic Warrior. Was ist denn jetzt los, Digga? Deckt sich aber nicht mit meinen Plänen und auch nicht mit meinen Wünschen. Ja, hallo und guten Morgen, Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen auf meinem Kanal. Ich muss ein bisschen lauter reden, denn hier weht der Wind um die Bergkuppen. Ist ziemlich laut. Es geht um einen Film von heute Morgen. So wie wir Thomas Gast gerade sehen, sieht Thomas Gast die Kamera. Auf Distanz ist alles scharf, aber ein bisschen verschwommen direkt vor ihm. Arctic Warrior Absage. Ich habe mir die meisten Kommentare durchgelesen und da habe ich ja richtig eine Lektion in Sachen Mut bekommen. Richtig? Ja. Aber was Mut ist, das soll jeder für sich definieren. Meine Frage... Können wir aufhören, Begriffe einfach neu zu definieren? Ich meine, wir wissen alle, was mutig ist und Mut ist. Wir müssen Mut nicht definieren. Frage an euch. Hätte Fritz... Ja. Oder hätte Otto den Mut... Warum denn Fritz? Sich in der Fremdenlegion zu engagieren, dort 17 Jahre zu bleiben? Nein. Hättet ihr den Mut, zur Fremdenlegion zu gehen? Dort 17 Jahre zu bleiben? Digga, du sollst 5 Tage in Arctic Warrior mitmachen. Warum muss ich denn dafür jetzt 17 Jahre zur Fremdenlegion? In einem Kampfregiment? Warum? Hättest du den Mut, zur Fremdenlegion zu gehen? Nein. Aber ich finde Krieg auch echt scheiße eigentlich und will auf jeden Fall nicht mit der Waffe rumballern irgendwie als Söldnerarmee. Nein. Naja, deine Antwort ist nein? Bruder. Dieses Video ist einfach wirklich der Movie Maker. Thomas Gast ist, im letzten Tag der Movie Maker Trial Edition. Er muss nochmal alle Effekte ausprobieren. Klappe halten, wegtreten. Was bedeutet Fremdenlegion für dich? Ich gehe schon zur Fremdenlegion, wenn ich nach einer Sriracha-Soße und einem scharfen vegetarischen Tex-Mex mal wieder das Blubbern in meinem Magen spüre. Was bedeutet Mut für dich? Mut ist auch, dass man sich sagt, ich habe keinen Bock, die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Das ist mein Leben. Ich verstehe das und ich respektiere das auch. Aber gottverdomme fucking Thomas Gast. Jedes Mal von Anfang an bei Seven in the Wild 1, Seven in the Wild 2, jeglichen Survival-Formaten, die rausgekommen sind, war hier jemand aber ziemlich, ziemlich motiviert, allen zu zeigen, was sie für verweichlichte kleine Mädchen sind. Und als es dann einmal darauf ankommt, sich nach den ganzen Sprüchen hinzusetzen und zu sagen, boah, ich bin hier, was soll das, was macht ihr da, ich könnte das in 5 Sekunden, nach diesen ganzen Sprüchen, sich dann auf eine Sache einzulassen, bei der man gesagt wird, hey, hier, so und so sieht's aus. Und dann zu sagen, also nee, das kann ich nicht machen, das kommt nicht mit meinen Wünschen und mit meinen Vorstellungen einher. Ja, okay, dann wegtreten. Also wenn ich nicht zur Fremdenlegion gehe und mich dementsprechend in diesem Zusammenhang nicht mehr äußern darf, dann gilt das ja wohl im Umkehrschluss auch für die Herangehensweise bei jeglichen Kommentaren zu Seven Wild und Co. Wegtreten. Digga. Und Mut ist auch, sich mal mit der gefühlt ganzen YouTube-Community anzulegen. Die meisten YouTuber schmieren euch nur Honig ums Maul, damit ihr happy seid, damit ihr Kanal wächst und damit die Klicks reinkommen. Es gibt einen kleinen gallischen Streamer, der sehr viele YouTube-Videos hochlädt, der dieser Sache widersprechen würde. Au, naja. Habe ich nicht nötig. Ich sage, was ich zu sagen habe. Basta. Soll das irgendwen einschüchtern jetzt oder was? Ich frage mich die ganze Zeit, ich denke die ganze Zeit, das Video wäre nur authentisch, wenn ich das hier machen würde. Dann kann ich mich ja Gast nicht mehr erkennen. Ich werde das Video jetzt so weitergucken, solange der
Solange Thomas Gast so unscharf ist. Ob's gefällt oder nicht, das ist nicht mein Problem. Und all diejenigen, die mich jetzt meist aus einem Anonymat raus, weil sie ihren echten Namen ja nicht sagen möchten, einen Feigling nennen. Geht doch mal zur Legion Etrangère und klopft an der Tür. Warum muss ich zur Fremdenlegion gehen? Thomas, warum muss man, wenn man sagt, geh bitte fünf, wenn man im gesamten Kontext das unterstellt, was ich eben gerade unterstellt habe, das habe ich jetzt einfach mal, wenn man das unterstellt, warum muss man, um dem Tragweite zu geben, denn zur Fremdenlegion gehen? Und sagt, hallo, ich möchte euren Club beitreten. Macht ihr nicht? Ja, natürlich machen wir das nicht. Und wisst ihr, warum nicht? Weil ich schlecht Französisch spreche? Weil ihr nicht die Eier dazu habt. Mon Dieu, Alter. Ganz einfach. That's the point. That's the point. Ich hatte die. Oh, ist das unangenehm. Ist das unangenehm. Bruder Otto produziert die netteste Einladung von Arctic Warrior, die seine Mutter hätte. Da hat seine Mutter, Ottos Oma hat da drüber geguckt oder Mutti hat da drüber geguckt und hat gesagt, musst du noch ein bisschen netter sagen. Die war so nett und so freundlich und so zuvorkommend und das ist die Antwort darauf. Alter, Bruder. Das ist so, also, ich kriege ja schon Kopfschmerzen. Ein Nachdenken, Leute. Mut ist auch mal weggehen von der Spirale. Ich bin Mann und ich muss jetzt beweisen, wie mutig ich bin. Oder wenn ich in irgendein Buch gucke, ne, wo Synonyme und verähnliche Worte abgebildet sind, dann sehe ich unter toxische Maskulinität in der dritten Zeile Thomas Gast als Synonym. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wo kommt der denn jetzt her? YouTube. Ist nicht meine Zukunft. Es gibt Wichtigeres im Leben als YouTube. So, an all die Jungs da draußen, die mir Unmut oder Feigheit vorwerfen, schickt mir doch mal eure Bewerbungsunterlagen für die Legion Etrangère, für die Fremdenlegion. Ich leite sie gerne weiter. Und mal schauen, was da reinkommt. Da bin ich jetzt schon gespannt. Ha? Ich denke nämlich, dann wird es ganz ruhig im Salon. Dann schweigt die Galerie. Digga, ich sag ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen froh um den Kandidaten, der mit dem Profi Thomas Gast hätte durch die arktische Lappland-Steppe steppen müssen. Stell mal vor, du bist anderthalb Tage mit ihm unterwegs und er sagt dann einfach, warum warst du eigentlich nicht in der Fremdenlegion? Ich bin Streamer. Ich frage dich, wo war dein Mut? Ich bin hier bei Arctic World. Otto hat mich eingeladen. Aber wo der Mut war, frage ich dich. Wo war der Mut? Nicht da? Genau. Oh Gott, das ist ja unangenehm. Die Challenge die Herausforderung im Team mit Thomas Gast wäre weniger die Witterungsbedingungen, sondern die Tatsache, in der Nähe von Thomas Gast zu sein, um sich seinen verstrahlten Theorien zu stellen. Halte 5 Tage lang mit Thomas Gast aus. Da kannst du mich auch in eine beheizte Bude schicken. Hast du überhaupt gedient? Nee, ich war KDV. Was ist das? Kriegsdienstverweigerer. Thomas Gast löst die Eisklaws von seinem Hals. Was warst du? Ich will hier weg. Ach ja, falls ich vergessen habe zu sagen. Ich war dort. Ich muss ganz ehrlich zustimmen, es wurde zu wenig gesagt, dass Thomas Gast in der Fremdenlegion war. Wo weder Otto noch Fritz noch die meisten von euch jemals sein werden. Ja, und für Männer gibt es im Anschluss noch ein Video zum Thema Mut, beziehungsweise zum Thema Mutlosigkeit. Ich empfehle mich. Bye, bye. Das Video geht 8 Minuten, jetzt ist 3 Minuten. Das geht jetzt legit 3 Minuten so, oder was? Da ist er wieder. Hier. Mann sein... Ich konnte das nicht lesen. Mann sein, was bedeutet das für dich?
Hier, man sagt. Oh Gott. Ich warte jetzt gerade auf meinen Kaffee, der läuft gerade durch in meiner neuen Kaffeemaschine in der Küche. Diese Richtung, wie ich zeige, hier 10. Und ich treffe jetzt zunächst mal eine ganz gewagte Aussage. Ganz gewagt, warum? Das werdet ihr gleich verstehen, denn in der heutigen Zeit ist es alles nicht mehr so einfach, wie man denkt. Digga. Von den Frauen mal abgesehen, sind wir doch Männer. Okay. Von den Frauen mal abgesehen, sind wir doch Männer. Wir sind Männer. Ja? Liege ich da richtig? Ich würde das jetzt weder bestätigen noch verneinen. Oder ist das wieder falsch? Was? Und was verbindet ihr mit Männern, mit dem Mannsein? Ja. Testosteron. Eier, Bollocks, Cojones, Kuilis. Man sagte immer ganz markig und ganz knackig, wo wir sind, da ist vorne. Also Mann sein und wir sind stark und wir sind ganze Kerle und so weiter und so fort. Aber gerade in der heutigen Zeit vermisse ich diese Männer. Ich weiß nicht, wo ihr seid. 80% aller Männer, die ich kenne, die verstecken sich irgendwo. Die sind irgendwo in Schubladen, in Käfigen, hinter den Rockzipfeln ihrer Weiber, keine Ahnung, die sind weg. Warum sage ich das? Weil eben es zu viele Männer gibt, oder sind diese 80%, von denen rede ich da gerade, die ständig sagen, okay, wir sind Männer, wir haben es drauf, wir sind diese Kerle, da ist vorne, weil ich da bin. Aber im Endeffekt sagen sich die meisten von diesen Männern, vielleicht gehörst ja du auch dazu, ha, ich möchte mich dazu nicht äußern, denn ich kann ja eh nichts ändern. Wovon redet er? Oder warum soll ich mich da einbringen? Die machen ja eh, was sie wollen. Oder die Bude läuft ja auch, ohne dass ich mich jetzt zu ganz bestimmten Themen verlaute oder veräußere. Und genau das ist der Fehler. Du hast als Mann die verdammte Pflicht, den Mund aufzutun. Du hast nicht das Recht zuzuschauen, wie Dinge den Bach runtergehen. Da habe ich das als Frau nicht, oder? Oder wie verstehe ich das jetzt? No coffee, no workie. Sagt mir einen einzigen Grund, der Mutlosigkeit rechtfertigt. Ich glaube, Thomas Gast lebt in einer Realität, in der er in seiner Wahrnehmung ein Philosoph ist. So, er sagt so aus dem Kontext gerissene Dinge, die um 1675 von irgendeinem seiner Meinung nach Philosophen oder Intellektuellen mal gesagt wurden. Das ist super weird. Kann es fast nicht glauben, aber das ist die verstrahlte Version von Richard David Brecht. Das ist wirklich wild. Ja, ich weiß, Thomas Gast ist wirklich weird. Thomas Gast hat ganz merkwürdige Positionen zu Männlichkeit, zu klassischen gesellschaftlichen Rollen, der Rolle der Frau, der Rolle des Manns. Das ist ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, er hat vor allen Dingen auch sehr überheblich reagiert, wenn es immer darum ging zu sagen, wer survival-technisch nicht ganz auf der Höhe ist. Und ich glaube, Otto wollte das nicht. Aber was Otto gemacht hat, ist, er hat ihn eigentlich ein bisschen eine Falle gestellt. Also nochmal, ich wiederhole, ich glaube, Otto wollte nicht, dass das passiert, aber er hat ihm die Chance gegeben, nach all den hohlen Sprüchen und Phrasen und Dingen, die man machen kann oder nicht machen kann, die Möglichkeit gegeben, sich zu beweisen. Und in dem Moment, wo er das nicht wahrnimmt, ist halt schwierig. Das ist halt so ein bisschen die Entlarvung bei jemandem, der die ganze Zeit Leute in diesem Zusammenhang korrigiert und ihnen zeigt, ich könnte das besser oder ich kann das machen. Ja, das ist so lange lustig, wie du die Einladung zum Arctic Warrior ablehnst. Weil dann wird aus der Sache all talk und no action so. Dann bist du halt nur der Typ, der labert, ne? Und so wird sich das in Erinnerung halten. Aber auch irgendwie verdient, ne? Weil Thomas Gasts
rhetorische Entgleisung in der Vergangenheit. Und die letzte, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist die vernichtende und dämliche Argumentation zum Krieg in der Ukraine. Sitzt der unironisch vor der Kamera, guckt in die Kamera und sagt, was hat die Ukraine je für dich getan? Was? Was? Hä? Es gibt, warte mal, das ist wirklich, der hat heute 2 Videos hochgeladen. Es gab 2 dazu. Warte mal, ich guck mal das 3 Minuten, wir gucken uns das 3-Minuten-Video kurz an. Da gibt's ja noch eins. Hallo Community, hallo lieber Otto, ich grüße euch ja. Ich bedanke mich bei Otto für die Herausforderung oder für die Nominierung, egal wie man es nennen möchte. Meine Antwort auf dieselbe ist ein klares Nein. Ja. Was? Mit Otto habe ich schon kommuniziert. Wir beide verstehen uns. Er weiß Bescheid. Wenn ich jemandem etwas beweisen möchte. Hä, warum macht er denn ein zweites Video dann? Dann nur mir selber. Das Format Arctic Warrior deckt sich aber nicht mit meinen Wünschen, mit meinen Plänen und Wünschen. Und auch nicht mit meinen Wünschen. Ich könnte das Nein jetzt einfach so stehen lassen. Ich möchte das aber begründen. Ja. Ich beobachte ja seit einiger Zeit schon den ganzen Rummel um Formate wie Seven vs. Wild und Arctic Warrior und viele andere. Und ich beobachte auch, was das aus den Männern macht. Hä? Ganz besonders fällt mir auf, die Leidenschaft, um jetzt kein anderes Wort dafür zu benutzen, mit welcher Zuschauer, Männer insbesondere, sich solche Formate anschauen. Und dann stellt sich mir die Frage, ja? Von was soll das ablenken? Von mir selber? Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, ja? Und ich knall mir solche Formate rein, ja? Mit Leidenschaft, ja? Um, wie gesagt, kein anderes Wort dafür zu benutzen. Ja? Von was sollte mich das ablenken? Naja, von was lenkt dich denn eine TV-Show ab? Oder von was lenkt dich denn eine Netflix-Sendung ab? Von Langeweile? Weil du es gucken willst? Weil du es unterhaltsam findest? Sowas? Von mir selber? Nee. Entwickelt sich da in mir so ein Zwang, in eine andere Rolle zu schlüpfen? Hä? Eine Flucht in eine andere Realität, in eine falsche Realität? Was? Denn ja? Solche Formate sind ja nicht die Realität. Nee, hat ja... Nee. Oder suchen die Zuschauer, nee, die vorwiegend männlichen Zuschauer, ja, was ganz anderes? Sind sie vielleicht auf der Suche nach sich selbst? Bruder, was? Was? Und wenn ich jetzt bei so einem Format wie Arctic Warrior... Ja? Mitmachen würde. Ja? Warum macht er so unheimlich lange Pausen? Dann wäre es ja bei mir das Gleiche. Nee, du bist ja nicht der Zuschauer. Nur, dass ich halt auf der anderen Seite von der Kamera stehen würde. Ja, aber du stehst ja jetzt auch auf der anderen Seite von der Kamera. Aber. Ja? Ich bin nicht auf der Suche nach mir selbst. Hä? Ich möchte viel mehr herausfinden, wer ich sein könnte. Was? Ich bin nicht auf der Suche nach mir selbst. Ich möchte viel mehr herausfinden, wer ich sein könnte. Warte mal. Ich bin nicht auf der Suche nach mir selbst? Ich versuche herauszufinden, wer ich sein könnte? Was? Was? Ist da irgendwie ein Granatensplitter irgendwann mal zu nah an deiner Frontallappen vorbeigezischt oder was? Was? Und wer ich wirklich sein möchte. Und was Letzteres angeht. Das sind meine Gedanken glasklar. Ja. Und diese decken sich eben nicht mit einem Protagonisten in einem Format wie Seven vs. Wild oder Arctic Warrior. Ich empfehle mich. Dankeschön. Ja, tschüss. Ach, hier unten die Leute mit Marcus Aurelius. Worte sind Meinungen, keine Tatsachen. Taten sind die einzige Wahrheit. Marcus Aurelius. Dicker! Also. Thomas Gast beim Beef mit Fritz. Komm hoch nach Schweden. Fritz, du Anfänger, ich fordere dich heraus. Nur wir zwei marschieren durch den Schnee, bis einer krepiert. Wenn's sein muss, wochenlang, kein Problem für mich. Otto?
Okay, super. Thomas, kommst du mit? Nur zu zweit mit einem Anfänger 5 Tage durch den Schnee marschieren. Thomas, nö, sowas mache ich nicht. Das deckt sich nicht mit meinen Wünschen und Plänen. Was? Oh Gott, Digga. Thomas, f***ing Gast. Was ist los? Ey, ich sag jetzt nochmal, ich sag's jetzt nochmal, ne? Ich gehe davon aus, dass Thomas Gast wirklich in der Fremdenlegion war. Aber der hat da die Latrinen sauber gemacht. Und wenn herauskommt, dass der im Wald, im Schnee, Joris-mäßig kein Feuer ankriegt, dann wird das aber schwierig. Und wenn das auf Kamera festgehalten ist, ja, genau. Das ist ganz schwierig, finde ich. Ganz, ganz schwierig.